Hallo und herzlich willkommen bei Windows Party. Heute wollen wir euch ein tolles Programm vorstellen, was eigentlich jeder haben sollte, und zwar einen VPN. In Zeiten wie diesen, wo Hacker immer mehr werden, wo Phishing betrieben wird, wo es wirklich so viel Malware gibt, sollte sich jeder schützen mit einem VPN. Doch was ist ein VPN? Ein VPN-Dienst ist nichts anderes, der, so wie es hier steht, ihre Identität und ihren Standort geheim hält. Das heißt, wenn Sie auf Google Ihren Standort eingeben, das probieren wir jetzt gleich aus. Wenn ich hier schreibe, wie ist meine IP? Und wenn ich auf diese Webseite gehe, dann sehe ich hier meine IP-Adresse, ja, und das Land, wo ich mich gerade befinde. Und somit kann jeder zurückverfolgen, wo Sie sich gerade befinden und sieht Ihre IP-Adresse. Das können Sie mit diesem Programm hier mit Mullwart, gleichzeitig Maulwurf, komplett verschleiern. Doch was ist so toll an diesem Dienst, wenn es schon so viele Anbieter gibt? Ganz einfach. Es ist winzig klein, es bedarf keiner Installation und Sie sind hier wirklich anonym. Das heißt, wie kann ich hier bezahlen? Es kostet 5 Euro im Monat ohne Vertrag. Das heißt, ich kann entweder mit Paysafe bezahlen, ich kann mit PayPal bezahlen, ich kann mit Bitcoins bezahlen, mit Banküberweisung, Kreditkarte. Und was auch noch toll ist, wenn ich sage, ich möchte ganz anonym sein, dass die absolut nichts von mir haben, dann schreibe ich auf einen Schmierblatt meine Account-Number, die wir Ihnen dann zeigen. Lege Geld in ein Kuvert für wie lange ich es brauche. Wenn ich sage, ich brauche es für 4 Monate, dann eben 20 Euro rein. Und schon, wenn ich das abschicke, habe ich schon 4 Monate VPN. Wie gesagt, völlig anonym kann ich das nützen. Und ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze eigentlich mit jedem Betriebssystem zu nutzen. Und das sehe ich auch hier. Das heißt, ich kann mir das Ganze herunterladen für Windows, wie Sie sehen. Dann gibt es für iOS das Ganze, für Android und natürlich auch für andere Plattformen. Ja, das habe ich hier auch für Linux, wie Sie sehen. Für Source, für ältere Versionen, für Open Source und für Mac. Das kann ich alles hier damit machen mit Mullwart. Und wie gesagt, das Tolle ist eben, dass ich hier keinen Vertrag habe. Ich zahle oder ich habe so lange ein VPN, solange ich bezahle. Wir laden uns einmal eben den Client herunter. Das habe ich hier schon vorher gemacht. Bestätigen das Ganze. So, ich habe ihn mir jetzt vorher geöffnet gehabt. Genau. Und sobald ich das starte, sehe ich meine Accountnummer. Die ist für mich hier ganz, ganz wichtig, weil sollte ich es verlängern wollen, brauche ich die Accountnummer. Übrigens, Mullwart ist kostenlos, das heißt, ich kann es testen hier 2 Stunden lang und völlig unverbindlich natürlich, ohne irgendwie hier auf 20 Seiten zu klicken. Nein, ich kann es kostenlos testen und dann kann ich mich noch immer entscheiden, ja, möchte ich das haben oder möchte ich es nicht haben. Die meisten Clients sind langsam, nehmen viel von der Geschwindigkeit weg. Das habe ich hier alles nicht. So, ich habe hier meine Account-Number und damit Sie sehen, wie einfach das ist. Ich kann hier natürlich alles manuell einstellen, aber ich muss es nicht. Ich habe hier zum Beispiel einen Punkt: Block der Internet und Connection Failure. Das heißt, ich kann hier das Internet unterbrechen, sollte es einen Verbindungsfehler geben. Bei Status sehe ich dann eben, wie lange ich noch habe und ob ich verbunden bin. Ich kann mir hier das Land auswählen, das lasse ich jetzt einmal. Das heißt, ich kann hier die IP aussuchen von dem jeweiligen Land. Ich lasse jetzt mal Frankreich und sage hier ganz einfach Connect. Es dauert hier ein bisschen, bis ich verbunden werde. Und gleich sehen Sie hier meine neue IP. Je nachdem, welchen Server Sie nehmen, macht es die Geschwindigkeit aus. Es gibt Server, die leider Gottes sehr langsam sind. So, wir haben uns verbunden. Das sehen wir auch hier connected. Und nun machen wir jetzt den Test wieder. Wie ist meine IP?
und ich gehe nochmal auf dieselbe Seite und auf einmal sehen Sie, ich habe eine ganz andere IP-Adresse und mein Standort Frankreich. Und das kann ich jetzt mit jedem Land machen, welches hier ist. Das heißt Disconnect. Ich gehe wieder auf Settings und sage hier statt Frankreich nehme ich jetzt Italy und gehe auf Connect. Jetzt verbindet er mich mit Italien über den Server. Es wird hier auch nichts aufgezeichnet, das ist ganz, ganz wichtig. Von Betreibern wird hier absolut nichts getrackert oder nichts aufgezeichnet. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wir sind schon verbunden. Und jetzt habe ich wieder eine andere IP, Standort Italien. Sie sehen, ein super tolles Programm, wo ich auf der sicheren Seite bin und anonym bin. Mich hat das Programm überzeugt, ich verwende es schon längere Zeit und kann es euch nur empfehlen. Vielen Dank fürs Zusehen, ihr Windows Power.de Team.